Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich glaube, wir können langsam mal bald echt anfangen, aber wir müssen noch vorher mit einem Arzt, mit einem Doktor reden. Mit Dr. Calvin Klein. Haben Sie schon die Technologien zurückgeholt? Wie bereits angezeigt, brauchen wir sie. Nun, ich habe gehört, die früheren Besucher der Kuppel hätten mit ihnen geredet, ihnen Fragen gestellt. Aber erstmal mache ich... Ich würde mich geehrt fühlen, wissen, dass die Denkfabrik über Wissenschaften teilt, zu hören. Aber ja, wir sind voll von dem Wissen, von dem Sie sprechen. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann fragen Sie einfach die anderen. Sie können Ihnen weiterhelfen. Ich habe gehört, die... Oh ja, der letzte Besucher. Also der letzte vor Ihnen. Hatte einen interessanten Namen aus einer unmöglich auszusprechenden Sprache. Worüber sprachen wir noch? Ein melancholischer Kerl. Hatte viele Fragen zur Geschichte. Aber unser Gespräch wurde unterbrochen. Zweimal, glaube ich. Einmal, als die Züge entgleisten. Und das zweite Mal, als... Seltsamerweise finde ich beim Zugriff auf meine Datenbanken keinen Hinweis auf das zweite Mal. Möbius' dauernde Übertragungen lenken mich ab. Wir haben den zweiten Besucher auch nicht gehirngeschrubbt. Er weiß vielleicht etwas, das er nicht wissen sollte. Glaube ich. Vielleicht. Nun ja, ich bin sicher, dass es unwichtig ist. Ich mache keine Wahrnehmungs- oder Berechnungsfehler. Die Wahrscheinlichkeit ist also auf meiner Seite. Ja. Sie scheint der zu sein, der es sagen hat. Sie sind... Ich bin Dr. Klein, Hauptforschungsleiter der Logistik- und Ideologie-Abteilung hier am Big MT. Ich bin überrascht, dass Sie noch nicht von mir gehört haben. Ich bin der Vordenker auf diesem Feld, erster Vorsitzender, als ich noch sitzen konnte. Wer ist Dr. Möbius? Dr. Möbius war... Nicht immer diese grausige, durch Wissenschaft verderbte Kreatur, die Sie auf dem Schirm sehen. Er war einer von uns. Ein Freund. Er forschte in Zweigen, die denen der Denkfabrik entgegenliefen. Hirne, Hirne, Hirne. Immer ging es um Hirne. Also schickten wir ihn ins Exil. Er sagt, er wäre aus freien Stücken gegangen, aber damit wollten wir ihm nur die Schande ersparen. Jetzt schickt er seine intelligenzverschlingenden Skorpione aus der verbotenen Zone, um die Geheimnisse des Big MT zu stehlen. Er ist eine Landplage. Roboskorpione ziehen Intelligenz von Lebewesen ab. Wie? Medikamente? Ich bin nicht sicher. Vielleicht hat er einen anderen Effekt auf Maschinen. Wenn ja, dann könnten sie immun sein. Ist es chemisch? Dann haben wir nichts zu fürchten. Da wir Angst haben, muss es was anderes sein. Und da Sie keine Angst haben, können Sie es testen. Ja. Warum habe ich dieses seltsam passive Gefühl hier drin? Es ist ein Nebeneffekt des Zerebralschrubbens. Es hält Sie nicht vom Ausscheiden ab oder vom Fragenstellen. Das ändere ich beim nächsten Mal. Die hormonbedingten, aggressiven Tendenzen werden aber aktiv unterdrückt. Sie sind tabu und in der Denkfabrik nicht erlaubt. Das Schrubben sorgt auch für ihr Schweigen, damit Big MT sicher bleibt. Diese Anlage ist streng geheim und sie dürfen mit niemandem darüber sprechen. Hätte man auch mit den Letzten machen sollen. Und das Anti-Aggressionsschrubben auch. Warum die Anti-Aggressionsprogrammierung? Nach den letzten Besuchern mussten wir Vorkehrungen treffen. Sie haben binnen kürzester Zeit eine große Menge Schaden verursacht. Wir hätten sicherstellen sollen, dass Sie Big MT nach Ihrer Abreise nicht erwähnen können. Ein Flüchtigkeitsfehler. Wer waren diese Besucher? Dr. Acht und Dr. O können Ihnen mehr dazu sagen. Dr. O wohl mehr als Acht. Im Kampf gegen die Besucher wurde Achts Stimmmodul beschädigt. Belassen wir es dabei, dass diese Besucher nicht willkommen sind. Sie haben viel Wissen und Technik gestohlen. Und sie haben einen Zug kaputt gemacht. Ja, was ist das für ein Ort? Das hier
ist die Denkfabrik, das Nervenzentrum des Bigante, das großartigste Forschungszentrum, das der Welt und uns bekannt ist. Hier testen und testen wir noch mehr im Namen der Wissenschaft, der Atomkraft, der Kernkraft und der Wissenschaftskraft. Ich habe gehört, dass dieser Ort Große Lehre genannt wird. Ja, weil die intellektuell etwas Unterlegenen ein M und ein T nebeneinander sehen und dann Occams Rasiermesser anwenden. Während ihrer Zeit hier werden sie den richtigen Namen dieses Ortes benutzen. Und das gilt auch für die anderen Wissenschaftler hier. Mhm. Ich wüsste gerne etwas über die verbotene Zone. Diese leuchtend rote Narbe? Dieses Laser-Lobotomie-artige Labyrinth, das fast schon kindisch aussieht, das ist Möbius' Festung. Aus diesem hämorrhoidalen Abgrund schickt er seine fantastischen Roboskorpione, um uns zu ängstigen und zu nerven. Immer seine Melodramatik. Mhm. Kannst du mir mehr über diese Pylone erzählen? Fragen Sie Burroughs. Ich denke, er weiß mehr über den Zaun als jedes andere Hirn. Außer vielleicht Möbius. Möbius war, soweit ich weiß, am Bau beteiligt. Aber er ist so ein Schummler, dass er wahrscheinlich Burroughs' Notizen und Baupläne kopiert hat. Ja. Ich habe ein paar Fragen über diese Gehirnextraktion, die Sie alle durchgeführt haben. Nun, wir haben es nicht wirklich getan. Wir haben eher aufgeräumt. Der Autodoc läuft auf Automatik, aber mit unserem Programm. Oder dem von Möbius. Diese neue Falte mit der Tesla-Spule in Ihrem Schädel kam unerwartet. Wir hatten natürlich errechnet, dass ein Durchbruch kommen würde. Irgendwann. Dala weiß mehr. Sie überwachte die Rückgratausschabung und die Herzbeschneidung. Und sie hat beides in die Tanks im Becken geworfen. Recht steril. Hat sich ganz schön Zeit gelassen. Sie braucht bei Lobotomie-Operationen immer länger als erwartet. Keine Ahnung, warum. Sie sagten vorher, dass Möbius mein Gehirn haben könnte? Ja, aller voraussichtlichen Wahrscheinlichkeit nach ja. Möglicherweise. Dass es an Möbius gegangen sein könnte, ist nur so eine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber der Chirurgiecode könnte damit etwas zu tun gehabt haben. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nur, dass es sich selbst verlegt hat oder weggeschwebt ist. Manchmal steigen sie in Roboter und machen Unsinn. Medizinische Autodoc-Routinen sind von Möbius, also ist er für den Postorgandampf verantwortlich? Ja, er lässt immer Hintertüren offen. Dauernd muss man sie finden und schließen. Der Autodoc hat alle seine Routinen gelöscht. Er war gründlich. Nur Möbius weiß jetzt noch, wie der Eingriff vorgenommen wurde. Vielleicht. Nun, und Ihr Gehirn natürlich. Es dürfte auch wissen, wie der Eingriff vonstatten ging. Mein Gehirn würde das wissen? Es kann den Vorgang kommunizieren, wenn wir es untersuchen. Es ist durchaus möglich, chirurgische Skalpellabdrücke nachzuweisen. Es könnte etwas dauern, aber Ihr Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren und wird uns daher bei der Sektion nicht anschreien. Ich hasse Geschrei im Labor. Was heißt dieser Autodoc-Operationscode, den Sie erwähnt haben? Möbius Legacy Code war in diesem alten Autodoc, ja. Er brannte nach der Prozedur durch. Wir sind also nicht ganz sicher. Das war Pech. Uns wäre sehr damit gedient gewesen, zu wissen, wie der Durchbruch stattfand. Selbst mit einem neuen Chip wären diese Daten verloren. Warum sollte Möbius mein Gehirn wollen? Warum will er uns zerstören? Warum hat er Roboskorpione mit intelligenzentziehenden Stacheln gebaut? Das liegt daran, dass er sein Biogel schon sehr lange nicht mehr gereinigt hat. Er leidet an psychologischer Korrosion. Er ist verrückt.
sich in logische Proportionen anstatt verrückt, ja. Diese mechanischen Roboskorpione konsumieren Intelligenz, sind Sie sich sicher? Dr. O ist sich seiner Ergebnisse sicher. Niemand sonst in der Denkfabrik würde sie testen wollen. Gehirnkraft verlieren. Schrecklich. O hat oft gesagt, dass er Möbius-Robobaupläne nicht verstehen kann, weil er so oft von Roboskorpionen gestochen wurde. Ja, das wäre erstmal alles. Ja, auf Nimmerwiedersehen. Ach, sehr nett, diese Leute. Einfach nur nett entgegenkommen, wunderbar. So, jetzt kann ich aber mal echt den Aufträgen nachgehen, oder? Alle meine Freunde haben Ausschalter. Gut, gehen Sie zu Bäcker und installieren Sie die. Okay, das machen wir als erstes, würde ich sagen. Kriegen wir auch diese Folge auf jeden Fall noch hin. Genau. So. Schallemitter, offenbar jetzt. Offenbarung jetzt im Chaos-Automaten-Interface erhältlich. Ich begrüße und beglückwünsche Sie, Sir, und mein allerherzlichstes Willkommen im Becken. Ich bin Ihr elektronischer Kammerdiener und Zentraleinheit dieses Haushalts. Womit kann ich dienen, Sir? Bist du eine Art künstliche Intelligenz? Bedauerlicherweise nicht, Sir. Die Module dieser Behausung sind synthetische Persönlichkeiten, basierend auf einem nicht intelligenten Betriebssystem. Du meinst, es gibt noch mehr Persönlichkeitsmodule hier? In der Tat, Sir. Obwohl ich Sie bedauerlicherweise darüber in Kenntnis setzen muss, dass die meisten davon seit Jahren abgeschaltet sind. Und wenn mir der Hinweis gestattet ist, Sir, stehen Sie ohne diese Gerätschaften besser da. Sollten Sir jedoch auf Ihre Dienste zurückgreifen wollen, müssten sich irgendwo Sicherheitskopien der Persönlichkeitsdisketten auffinden lassen. Warum? Die übrigen Module sind etwas launisch, Sir. Ihre Matrizen basieren auf fehlerhafter Logik und haben die Jahre nicht gut überstanden. Also kann ich ihr auf ihre Funktion zugreifen, ohne die Persönlichkeitsholotapes zu laden? Bedauerlicherweise befinden sich die Hauptbetriebssysteme ebenfalls auf den Persönlichkeitsbändern. Sollten mich Sir nach der Installation bitten wollen, ihre Sprachinterfaces abzuschalten, würde ich dem mit dem größten Vergnügen nachkommen. Um auf ihre Funktionen zugreifen zu können, Sir, ist es dennoch vonnöten, ein Backup-Holoband ausfindig zu machen. Warum gibt es so viele Persönlichkeitsmodule? Wie man mir zu verstehen gab, Sir, war diese Anlage einst im Besitz eines gewissen Dr. Möbius. Er fertigte die Persönlichkeitsmodule als Teil einer Reihe von Experimenten zum Thema Mensch-Maschine-Interface. Den Grund für seine ungewöhnliche Auswahl an Geräten für jene Module vermag ich nicht zu benennen. Ich möchte dich noch was anderes fragen. Gewiss doch, Sir. Sehr freundlich, der Mann. Welche Dienste bietest du an? Neben meiner Aufgabe, die Personenmatrizen der anderen Gerätschaften zu verwalten, diene ich des Weiteren als Proviantmeister, Sir. Benötigte Güter können, Sir, über mein Handelsinterface erwerben, woraufhin die unverzügliche Lieferung selbiger durch winzigste Roboter erfolgt. Ich würde gerne ein paar Dinge kaufen. Und erstmal ein paar Sachen reparieren. Sehr wohl, Sir. Ja, kaufen wir, reparieren wir alles. Ist ja nicht teuer eigentlich. Womit kann ich dienen, Sir? So, kann ich Sachen kaufen? Sehr wohl, Sir. Sollte Ihnen der Sinn nach einer neuen Morgengarderobe stehen, hätte ich ein paar Anregungen zu unterbreiten. 16.000, eieieiei. Panzerbüchse können wir eigentlich wegkaufen. Wegmachen, die brauchen wir nicht. Können wir sowas verkaufen? Tatsache. Laden, was brauchen wir eh nicht. Munition. Ruhespitz und sowas hier. Die Energiezellen nicht. Was hat der denn? So aufbereitetes Wasser werde ich gebrauchen können wahrscheinlich. Und Wetaway und Stimpacks. Also die einfachen Sachen. So, jetzt wollte ich nochmal wissen. Reisensitzung.
Kann ich die... Hä, wieso kann ich die... Ihre Ausrüstung ist immer noch an Ort und Stelle. Und sollte der Toaster etwas anderes behaupten, schenken Sie diesem Taugenichts keinen Glauben. Naja, ist aber eigentlich nicht so schlimm, wenn ich die dabei hab. So, der Toaster kann ja echt sprechen. Naja, meine Aufträge. Finden Sie die fehlenden Module für das Becken, den Autodock und die biologische Forschungseinrichtung. Machen wir das. Darf ich hier kämpfen? Jawohl. Sehr schön. Ich kenne die Musik. Oh, schönes Gras. Oh. Weißt du, ich gehe so raus, ne? Das erste, was mir auffällt, ist das Gras. Sie werden den Bitten meines Roboskorpions nicht entkommen. Genauso wenig wie seinen Zahn. Ah, ja. Das wird die GEMA sehr freuen. Ich würde die sehr gerne hören, ne, aber... Was für Munition habe ich eigentlich drin? Normal, okay. Was bist du denn? Ein Lobotomit. Ich befreie dich dann mal, ne? Ich mache mal so eine richtige Lobotomie bei dir. Was war mit dir? Lobotomisierten Brille, lobotomisierten Overwall. Echt, ich bin jetzt schon wieder überlastet, echt? Nee. Ah, ist doch unfassbar. Schaltkasten? Also. Wen haben wir denn da? Einen lobotomisierten. Lobotomiert, nicht lobotomisiert. Also es ist zwar... Es ist das, Gleiche. Aber nicht dasselbe. So. Habe ich hier auf der Karte. Könnte ich es vielleicht besser erkennen. Da ist die erste Einrichtung. So, X22, X17. Muss ich zu einem der beiden Dinger hin? Nein, okay. Das heißt, ich gehe zu diesem Ziel als erstes, okay. Aber ich mag die Welt. Also, es gefällt mir jetzt schon. Das ist relativ übersichtlich, nicht so wie, Bei Sierra Madre alles mit irgendwelchen Gängen, die verwinkelt sind. Man kann nirgendwo hin, alles. Nein, das hier gefällt mir. Oh, hi. Sag mal, Lobotomie extra. Tut mir leid. So. Und weiter. Und vor allem natürlich gefällt es mir überaus, dass ich meine eigenen Sachen mitnehmen darf. Dass ich meine eigenen Waffen haben darf. Weil die sind natürlich sehr stark. Gut, jetzt wären die anderen Sachen natürlich auch nicht schwach gewesen. Die sie mir da, glaube ich, gegeben haben. Es lohnt sich halt für mich nicht, dieses Sunset-Zas-Bewohnlas mitzunehmen, weil ich eh schon eine Milliarde Stimpacks habe. Also, da geht's nur in den Bunker rein. Will ich noch nicht rein. Ich denke, das wird seinerzeit noch genügend schnell kommen. Sehr schön. Was haben wir da oben? Oh, ja. Ne, da kann ich noch nicht raus. Ist das da, wo es da raucht? Könnte sein, ne? Ist hier radioaktive Strahlung? Wenn ich mich da reinstelle. Ein Rasensprenger-Zielgebiet. Auf jeden Fall.
Wax, bist du's? Nee, es ist ein Polizei-Cyborg. Komisch. Der ist tot. Was haben wir denn hier? Aua. Wow. Was soll das? Unfassbar. Na. Holla da, 95% hat er einmal verschossen. Das ist ja unglaublich. Okay. Ah, ist ein Robo hier in MK3. Das hört sich noch gefährlicher an. Hallo. Was zur Hölle? Ha. Okay. Habe ich panzerbrechende M50er? Nein, habe ich nicht. Macht nichts, ich habe die als Panzerbrechende dabei. So, ich wollte mal wissen, ein Stimpack macht 18x6, also immer noch knapp 100. Ich meine nicht, dass das wirklich wahrlich schlimm wäre, wenn ich zu viel verbrauche, aber man muss es ja nicht, ne? Ja. Keine Sorge, den habe ich. War das alles? Joa. Sehr schön. So, ich wollte jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich diesen Dingern zu nahe komme? Warte, ich mache mal lieber einen richtigen neuen Spielstand. Hallo. Reichswarnung. Aber noch passiert mir nichts. Tatsache. Ich wach echt wieder im selben Bereich auf. Das ist ja, finde ich, nice. Finde ich lustig. So, das heißt, ich kann quasi nicht sterben, wenn ich aus dem Bereich rausgehe. Na, kleines Stückchen. Mach mal. Ach komm. Wollt ihr wirklich, dass ich euch hier so? Ich habe keinen Schrecken davor. Ich habe genügend Stimpacks bis zum Ableben. Genügend Munition, um alles hier auszulöschen, glaube ich. Also, so ein paar kleine Hühnchen, die mich hier angreifen, lache ich doch drüber. Da eigentlich müsste ich ja sehr trollig sein und direkt so zu Möbius gehen. Ich, das ist ja sehr lustig mit Möbius, ne? Das ist ja. Wow! Aus, erinnert mich sehr an hier. Besuch der alten Dame. Da ist ja auch Dr. Möbius und Dr. Einstein. Und der dritte weiß ich gerade gar nicht. Das Zentrum wurde bis auf Weiteres geschlossen. Das heißt, bis es jemandem auffällt. Ja. So, sehr schön.
Mhm. Ein Schreibtisch mit Korken. Vorkriegsgeld. Aber da gehen wir in der nächsten Folge rein. Bis dahin würde ich sagen, tschüss und bis dahin, tschüss.